Hi, mein Name ist Tino. Ich bin Redakteur bei Moviepilot. Heute sage ich euch, warum ich mich auf Silence von Martin Scorsese freue. Erstmal, worum geht es in Silence? Es ist eine Adaption des Romanes von Shusaku Endo. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, meine japanischen Freunde. Ein religiöses Drama, das von zwei Missionaren handelt, die nach Japan im 17. Jahrhundert gesendet werden. Das Ganze spielt im 17. Jahrhundert, ist keine Zeitreise. Um ihren ehemaligen Mentor zu finden, der abgeschworen hat. Insofern interessant, weil in Japan zu der Zeit war das Christentum verboten. Deswegen hat er auch entsagt. Also sprich, Christen wurden gefoltert und wurden gezwungen zum Entsagen. Trotzdem haben das wenige gemacht. Warum ich mich darauf freue? Drei Gründe. Zum einen, erstens, für Martin Scorsese ein perfektes Projekt. Zum Zweiten, die Besetzung, so sie denn bestehen bleibt, ist großartig. Schwergewichtige Oscar-Preisträger etc. Und drittens, die Periode, die Zeitperiode ist sehr interessant. Wenn man an Martin Scorsese denkt, denkt man an Goodfellas oder an Casino oder Departed, sprich diese Kriminalfilme und Mafia-Filme. Woran man dann wahrscheinlich weniger oft denkt, weil finanziell nicht so erfolgreich, sind seine, wie soll man das nennen, spirituellen Filme. Also die Kundün oder eben vor allem die letzte Verführung Christi. Silence, vor allem der Roman, wenn es ein toller Roman ist, so ein bisschen wie, weiß nicht, ob ihr Graham Greene kennt, aber es ist wie als würde Graham Greene einen japanischen Samurai-Roman schreiben. Es ist eben nicht aus dieser atheistischen Perspektive geschrieben, also der Autor war ein gläubiger Katholik, ist nicht so wichtig, aber es ist eben aus dieser wirklich verzweifelten, zweifelnden Perspektive geschrieben und das macht es gibt dem Ganzen einen sehr emotionalen Tonfall. Und es ist wirklich, das Buch ist wie so getränkt in religiösem Zweifel. Das wäre perfekt für Scorsese, für den spirituellen Film Scorsese. Nicht für den Mafia, ihr wisst, was ich meine. Der zweite Grund, die Besetzung. Scorsese hat wohl, deswegen, er wurde gerade vor kurzem verklagt, er hatte eingewilligt, den Film zu drehen nach Kundün. Kundün war fertig 1997, also seit über 15 Jahren, soll Scorsese diesen Film drehen. Und er hat auch mal gesagt, dass das eins seiner Traumprojekte ist, dass er ein großer Fan von dem Buch ist. Ich glaube, die Adaption hat Jake Cox geschrieben, der auch Goodfellas geschrieben hat. Also alles in allem ein Projekt, das Scorsese sehr am Herzen liegt. Ursprünglich sollte die Hauptrolle spielen Benicio del Toro. Und dann gibt es noch seinen Assistenzmönch. Der sollte gespielt werden von Gael García Bernal. Und der Mentor, den sie suchen und dann am Ende auch finden. Und das ist ein wirklich ganz toller Twist. Sollte gespielt werden von Daniel Day-Lewis. Der mit Scorsese in Gangs of New York und die Zeit der Unschuld so fantastisch zusammengearbeitet hat und das sicherlich hier auch wieder machen würde. Der dritte Grund, die Zeitperiode. Es ist so, wie als würde man einen Samurai-Film sehen ohne Samurai. Also es gibt natürlich tauchen Samurai auf, aber sie machen nicht das, was sie normalerweise in Samurai-Filmen machen, wie kämpfen und arme Dörfer beschützen, sondern sind mehr oder weniger die Bedrohung für diese zwei Missionare, die da durch Japan laufen und ihren Meister suchen. Von westlicher Seite selten benutzte Periode und ein selten benutztes Setting. Das war's von mir. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig angesteckt mit meiner Vorfreude auf Martin Scorsese's Silence, der denn gemacht werden wird oder nicht. Wir hoffen, dass er gemacht wird. Falls ich euch angesteckt habe mit meiner Vorfreude, dann das Däumlein hoch, den Daumen auch, wenn er denn größer ist.